Zauberer jetzt nicht. Wo ist der überhaupt? Ist das eigentlich ein Zauberstab, was der in der Hand hat? Der Lauf war diesmal richtig schnittig. Also eigentlich, das war diesmal, da saßen die Dinger echt gut. Aber meine Kamera, ich hätte dieses Reihendings nicht machen dürfen. Das hat mir dann doch wirklich am Ende das Leben gekostet, glaube ich. Aber da ist auch keine Runde die gleiche, oder? Hat man so das Gefühl. Da ist jede Runde ist hier echt anders zu spielen. Ja, und der Zauberer kommt jetzt erst durch, oder was? Alter, ich bin hier schon tot und der Zauberer lässt doch zu grüßen. Ach, deine Mutter ist deine Oma und deine Schwester ist deine Tante. Ach, jetzt bin ich tot. Ach, das ist nicht mein Lauf. Das ist nicht mein Lauf. Hat der Zauberer überhaupt gerade irgendwas gemacht? Ich glaube, ich muss erst komplett auf den warten, bis der da ist, oder? Kannst du ja auch nochmal an die Gnade setzen und das Flaschenverteilen erkunden. Ist auch ein nettes Feature, das Flaschenverteilen. Die Sache ist, ich muss theoretisch eigentlich erstmal meine Runen da wieder einsammeln. Das Problem ist... Nee, dann sind doch meine Runen weg, wenn ich mich da ransetze, oder? Warte mal, ich muss den jetzt erstmal herbeirufen. Der dauert mir zu lange, bis der dann mit reinkommt. Ich glaube, der muss erst richtig da sein. So. Joachim. Jetzt komm. Let go. Runen bleiben ja liegen, wenn du dich setzt. Ich dachte, die verschwinden immer. Ich dachte, das ist immer das Erste, was man einsammeln muss, sonst ist man am Arsch. Tja, hast du gedacht, du kriegst mich mit deinem Schwanz, wa? Du blöde Sau. Erst wenn du das nächste Mal stirbst. Okay, dann setze ich mich dann mal kurz ran und gucke, ob man da irgendwas noch machen kann. Vielleicht mehr Tränke? Aber dadurch kann ich ja auch den Zauberer nicht heilen, oder? Ich glaube, das geht nicht, dass man... Oh! Forgive me. I've been testing you to see whether or not grace truly does guide you. And
whether you are fit to face the challenge that entails. It seems my worries were unfounded. Torrent had your measure from the very start, whereas I merely pretended. There is but one other thing I can do to offer you guidance. I can take you to the Round Table Hold, gathering place of tarnished champions, guided by Grace. Sollen wir da jetzt zum Tafelfest gehen? Aber das Problem ist ja, dann sind ja meine Runen da noch. Da komme ich ja dann gar nicht wieder hin, oder? Kann man, aber ist das... Komme ich dann da wieder zurück? Also dahingehend dürft ihr mich kurz spoilern. Komme ich dahingehend wieder hier zurück einfach so, ganz einfach? Oder muss ich mich da irgendwie... Ja, okay, na dann machen wir das jetzt mal kurz. Very well. Let my hand rest upon you. For but a moment. Aber gerne doch, my lady. Entschuldigung. Tafelrundkreis. In der Tafelrundfeste versammeln sich Befleckte, die der führenden Hand der Gnade folgen. Ein uralter Friedenspakt untersagt sämtliche Kämpfe an diesem Ort. Das Symbol der Tafelrundfeste zeigt, dass dieser Frieden noch hält. Die Tafelrundfeste befindet sich außerhalb dieser Welt. Sie kann nur durch Schnellreisen über Orte der Gnade erreicht werden. Aha. Oh, I see you've just arrived. Welcome to the Round Table Hold. I'm Corin, a man of the cloth. I teach incantations, the strength granted us by the two fingers, and explore the secrets of the Golden Order, so that one day, if a tarnished of the Round Table Hold should become Elden Lord, I might counsel them, ensuring order regains its proper form, writing rule over men. By the way, do you still see it? The guidance of grace. Wer ist denn die führende Hand der Gnade? Ist das sozusagen das Mädel da raus? Tatsächlich ist das so random, wann das hier geschieht. Darauf wollte ich eigentlich nicht hinaus. Ach so, lol. ich sehe alles, klar. You do. Wonderful news. Most tarnished are blind to it these days. You are something of a rare breed. Well, what do you say? Care to learn an incantation of the two fingers? Anrufung studieren. Geht in Flammen auf. Heilung, Gegengift, Magierfestigung. Okay. May the Golden Order shine through you. Further study of incantations, is it? I can happily spare the time and applaud your enthusiasm. May the Golden Order shine through. Kopf und dann Kopf. Kopf und dann Kopf. Oha, was ist das denn? Ist ja eine riesen Halle. Oh, was ist das da für ein Bild? Ah, etwas Unglaubliches. Das ist dieser komische Baum der Weisheit da, ne? Da ist ein alter, zippiger Mann. Da ist wieder so eine Frau. Sieht fast genauso aus wie das andere Bild. Oh, das erinnert mich so an diese Burg bei auf dem Drachenfels von Siegfried. Ah, hello. You must be new here. I'm, well, just call me Dialos. The honor of one's house holds little import in these lands. By the way, have you met a young woman named Lanya on your travels? She's my servant.
but fickle as the wind. Take your eyes off her for but a moment, and she's good as gone. If you find her, please be sure to tell me. Okay, ich muss mal gucken, dass ich mir die Sachen echt merken kann. She's a servant. She's been my companion. I've lost count of them. Honestly, she's such a little tomboy. Ja, die hat jetzt das Gleiche gesagt? Be sure to tell me if you meet a young woman named. She's a servant. She's been my companion. I've lost count of them. Honestly. Ja, doch. Ah, fuck, man kann nicht ins Feuer laufen. Ich glaube, die Hand der Gnade ist diese goldene Schweif, der dir sagt, wo es weitergeht. May the golden order shine through you. Ist für mich das I got an arrow to the knee des Eldenrings. Okay. Oh, this is a rare occasion. Alter, was für ein geiler Gehstock. Last time a new tarnished made their way to the round table. Very well. As your senior, I bid you welcome. It is safe here. You may let down your guard. Allow me a word of advice. As your senior, you are a mere visitor to the round table. Nothing more. A house guest. Yet to earn their keep. Remember your place, newcomer. Oha, der ist ja freundlich. There's nothing left to say. Be at your leisure. Da kann man theoretisch durchgehen. Kann man irgendwas öffnen? Ah! Wo geht's hier lang? Was ist denn das für einer? Oh mein Gott, wie cute sieht der denn aus? You're a new face. No matter. It's all the same. Lay out your arms. Let's get smithing. Smithing. Waffe verstärken. Kriegsasche verkaufen. Kann ich denn schon Sachen verkaufen? Kukri. Wurf auf Gegner, um Schaden und Blutverlust zuzufügen. Ich habe halt absolut keine Ahnung, was ich hiervon verkaufen kann, was ich überlassen sollte. Das kann ich alles verkaufen, aber ich kann sie auch behalten. Ich muss mal los! Asala polen und einkaufen. Ey, Grotgi, vielen, vielen lieben Dank heute für den ganzen Support, für den Resub und für die Tipps und die Tricks. Und ich hoffe, du hattest Spaß gehabt und vielleicht sehen wir uns ja morgen wieder. Liebe Grüße auf jeden Fall. Kannst du ja auf jeden Fall immer hin teleportieren. Okay, das ist doch schon gut zu wissen. Oh nein, fuck, ich brauche 300 von den Runen. Das ist aber doof. Ja, ein bisschen mehr Damage wäre natürlich gar nicht schlecht, ne? Aber da kriegen wir niemals, glaube ich, die Sachen zusammen. Ich verkaufe das mal. Das sind ja alles Sachen, die wir eigentlich so immer gefunden haben. Davon habe ich 6. Okay, wir haben es locker drin. Ich habe so viel Scheiß gesammelt. Dann können wir vielleicht unsere Waffe ein bisschen updaten. Dann kann man vielleicht ein bisschen mehr Damage machen. Oder vielleicht das mit dem Schild. Schmiedesteine. 100 geben die. Was ist das eigentlich? Spaltaxt. Aber die ist nicht so stark wie meine Waffe, die ich derzeit schon habe. Genau, das mit den Flaschen. Das habe ich vorhin schon angeguckt gehabt. Das hatte irgendwie bei mir noch nicht so funktioniert gehabt. Ja. Was habe ich davon jetzt? Jetzt habe ich. Da habe ich da jetzt eine bessere oder wie? Ist die jetzt stärker? Oh. Nein, nein, nein. Ist das die gleiche Axt, die ich jetzt noch hier habe?
Bruno. Ja, plus eins. Okay. Wenn ich jetzt... Nein! Ach, bin ich dämlich? Warum will ich da nochmal X drücken? Warum brauche ich dafür Schmiedesteine? 6 Stück? Ich habe nur 4. 1. Kriegsasche-Menü. Könnt ihr Kriegsasche an Orten der Gnade benutzen, um eure Waffen neue Talente und Affinitäten zu verleihen? Eine Waffe kann nur ein Talent haben. Alle vorherigen Talente gehen hierbei verloren. Das Hinzufügen einer Affinität kann die Angriffs- und Affinität der Waffe ändern, ihre Attributskalierung verstärken und vieles mehr. Der Typ einer Waffe bestimmt ihre möglichen Talente und Affinitäten. Einige Waffen können durch Kriegsasche keine neuen Talente oder Affinitäten aufnehmen. Okay. Über die Ketten an den Beinen reden. I see you've noticed the chains. Nothing special. I'm a prisoner and these are my chains. I'm trapped by the hole. I'm dying, smithing for you fools. Bruno. That's all there is to it. No, don't read too much into it. I've no grudge against you. My being a prisoner is no fault of yours. Besides, I don't mind smithing. Despite my differences, the weapons get stronger all the same. Given time, technique never fails. Besides, it helps me forget. The sheer terror of her. Aber dann habe ich das mit den Flaschen vorhin schon mal gemacht, Grutke, weil ich habe ja jetzt zum Beispiel auch 4 Tränke anstatt nur 3. Da habe ich das vorhin schon mal gemacht gehabt. Okay, Leute, ich würde tatsächlich sagen, weil wir ja jetzt hier drin sind, dass wir vielleicht uns morgen nochmal den Boss angucken. Also, dass wir die Umfrage, die wir heute hatten, beenden, weil ich es nicht geschafft habe. Aber dass wir da auf jeden Fall morgen dann vielleicht sogar schon mit dem Boss anfangen. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, dann habe ich halt noch genug Energie und so. Und wir können uns hier nochmal in Ruhe umgucken, dass wir das jetzt noch machen und dass wir dann speichern. Und da dann halt morgen weitermachen bei dem Boss. Weil der Chris kommt nach Hause und dann gibt es nämlich gleich Essen. Ich habe nämlich Hunger. Wir reden mal noch mit der. Great Champion called by Grace. I am Fia. Fia. Circumstances have compelled my stay at the Round Table Hold. Great Champion, would you allow me to hold you? But briefly, perhaps you might share with me some of your lively vigor and your stout-heartedness. Doing so will grant me the warmth of a champion, and you, I am sure, will bear a baldekin's blessing. Do you think it vulgar, perhaps? Where I come from, it is a sacred act. Halten lassen, weigern, wir halten. Oh, my thanks, great champion. Gibt ihr uns jetzt die Brust? You are very warm. Okay. Segen des Firmaments. What you felt light up inside you was a Baldekin's blessing. Kannst du für 5 Minuten warten? Ich mach gleich aus, dann mach ich mit. Come back to me. Should you require another, I will take you in my arms as often as you need. Was erhalten wir jetzt hier, wenn wir so kuscheln? Dass ich keine kalten Füße habe, ey. Ich meine, ich könnte mir theoretisch auch andere Rüstung anziehen. Ich habe ja schon eine andere Rüstung. I am pleased to see you again. Would you like me to hold you once more? Nee. The blessing is still a flame in your breast, dear. Nee. Would you like to be held? Nee, nee, jetzt das. Regardless? Nee, das ist mir jetzt ein bisschen. Ich gehe einfach weg. Ciao. Das ist mir jetzt ein bisschen zu viel hier. Aber irgendwie ist das süß. Ich frage mich halt, was ich gerade bekommen habe, was das war, was ich gekriegt habe. Segen des Firmaments. Verbraucht FP, erhöht kurz das Gleichgewicht. Flasche mit Purpurtränen.
Hier, die habe ich erhöht. Da habe ich jetzt eigentlich 4. Ich wusste gar nicht, dass man die blauen auch erhöhen kann. Da unten waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Ist es der Kerker hier unten? Miau, alle Katzen rasten aus. Chris ist zu Hause, jetzt gibt's Trockenfutter. Miau. Oh, was ist denn das? Sollte man da durchgehen? Hier ist auf jeden Fall Speisekammer, so wie es aussieht. Kann man hier durch? Nein, kann man nicht. Sollte man da durchgehen? Kann man da durchgehen? Da kann man doch nicht durchgehen. Okay. Ist noch gesperrt. Kannst mit X auch einen ausführlichen Text anzeigen lassen, im Inventar dann zum Beispiel. Also insgesamt 5 Flaschen, die kannst du beliebig auf Rot oder Blau dann aufteilen. Ah, okay, ja, dann würde ich das lieber, glaube ich, auf Rot machen, anstatt auf Blau. Weil wenn man bei den Bossen eh nicht das Pferd benutzen kann, dann muss ich das, oder, weiß ich auch nicht. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich weiß auch nicht. Ich guck mal, wo man hier noch hingehen kann. Ah, mit dem haben wir, glaube ich, noch nicht gequatscht hier, wa? Wer ist denn das? Okay. Der hat absolut keinen Bock, mit uns zu reden. So ein blöder Arsch. Alter, was die schon alle für krasse Rüstungen haben. Oh, was ist denn das? Eine Klangperle anbieten? Zwillingsjungfer hüllen? Ah, hier kann man Schwerter und sowas kaufen? Ich habe keine Klangperlen zum Anbieten. Okay, also hier kann man auf jeden Fall irgendwelche Sachen kaufen. Hier kommt man nicht durch. Schön, jetzt muss aber wirklich jetzt aber los, Grundi. Vielen, vielen lieben Dank. Danke für den Support heute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Sehr nice. Die Tür ist blockiert. Aber wie komme ich denn jetzt hier wieder zurück? Ach, Karte und Teleport. Ja, das wusste ich natürlich. Oh mein Gott, ich bin ja irgendwo im Nirgendwo. Tunnel zum Schloss. Aber bin ich da direkt an der Rune dann wieder? An dieser Gnade? Ja, vor Margit. Okay. Dann gehen wir da mal hin. Und dann gucken wir, dass wir das hier noch mit dieser Flasche machen. Und dann würde ich sagen, Flaschenaufladung hinzufügen. Anzahl der goldenen Saat erhöht. Ich habe ja keine goldene Saat. Okay. Verteilen. Über dieses Menü könnt ihr die Zahl der Nutzungen in jeder eurer Flasche verteilen. Ihr habt ein festgelegtes Maximum an Flaschennutzung. Ihr könnt entscheiden, wie viel dieser Nutzung die LP... Ah, das... Aber kann man das immer random machen? Weil dann kann man ja natürlich sagen, okay, jetzt braucht man hier wahrscheinlich mehr Leben als diese blauen Flaschen. Und dann kann man das alles eher in Leben reingeben derzeit, anstatt immer an einer Gnade. Ja, dann mache ich das, dann habe ich einen Trank mehr. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das ist vielleicht gar nicht so übel, wenn ich das dann mache. Okay, sehr nice. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, machen wir da auf jeden Fall morgen weiter. Hat mir bisher sehr viel Spaß gemacht. Ich bin erstaunlicherweise nicht allzu oft gestorben. Doch, es war schon ein bisschen. Es war schon ein bisschen viel, muss man sagen. Es war schon auf jeden Fall ein bisschen. Bisschen oft gestorben. Ja. Okay.